Also ich heiße Heinz Holliger, bin in Langenthal geboren. Ich bin von der raren Spezies, die einfach die Passion oder den Beruf gewählt hat, weil sie gar nicht anders können. Ich mache Musik zum Überleben. Ohne Musik könnte ich gar nicht überleben. Und ich bin Musiker. Aber gleichzeitig habe ich eben verschiedene Departemente. Ich bin Oboist, ich bin Dirigent, ich bin Komponist, ich bin Pädagoge und sogar Pianist habe ich auch studiert. Und insofern bin ich ein Exotikum innerhalb der Musikbranche. Aber ich bin eigentlich das, was man früher immer gesehen im 18. und 19. Jahrhundert. Es gab keine Spezialisten gegeben, nur für eine Tätigkeit. Ich habe mich immer auf alles konzentriert. Also ich habe Musik gemacht. Mit 4 Jahren habe ich angefangen. Blockflöte, mit 6 Jahren Klavier spielen, mit 9 Jahren Klarinette und mit 10 Jahren Oboen. Und komponiert habe ich auch schon seit ich etwa 9 Jahre alt bin. Und ich hatte eigentlich gar nie etwas anderes im Sinn gehabt. Für mich war Musik das Lebenselixier. Ich kann gar nicht. Es ist wie, ich brauche das wie die Luft zum Atmen. Ich kann gar nicht anders leben. Folklore, das ist etwas sehr Spätes bei mir. Ich bin in einer sehr, sehr stilreinen Atmosphäre erzogen worden. Also zuerst beim Sándor Véres, der unglaublich strenge Schule war. Und dann beim Pierre Boulez, gerade hier 20 Meter neben unserem Zimmer, sind die Kurs. Es ist eine völlig klinisch reine Ästhetik. Kunst. Und ich habe mich, für mich war die Folklore in der Schweiz etwas Jämmerliches gesehen, wo so eine Television so nach Plastikstuhl hat geschmeckt mit dem Wiesel Gier und einfach nur eine Karikatur von Schweizer Volksmusik. Und langsam bin ich durch mein Interesse an der ja, an der Mythologie habe ich sehr viel davon sagen studieren. Es gibt manchmal 100 Sagen nur aus dem Wallis, manchmal 100 Sagen nur aus dem Graubünden. Es gibt von allen Dingen. Die Schweiz ist ein unglaublicher Schatz so an Legenden, an Sagen, an Märchen. Und gleichzeitig ist Musik eigentlich völlig korrumpiert worden im 19. Jahrhundert durch eine völlig wesensfremde Harmonisierung und auch die Kirche, weder der Calvin noch der Zwingli haben gerne gehabt, dass Leute tanzen und lustig sind und Musik machen. Musik war so immer ein bisschen mit der Sünde behaftet gewesen. Musikveranstalter mussten das Hausierer-Patent lösen, dass sie ein Konzert Musiker haben zum fahrenden Volk quasi gehört für sehr lange Zeit. Und nachher bin ich über die Freundschaft mit dem Elmar Schmid, ein grandioser Klarinettist, der Walliser ist aus dem Bintal und selber ein Ensemble gegründet, die Oberwalliser Spiellied, bin ich so reingekommen und habe dann zuerst den Alpkehr geschrieben. Das ist so eine Geistersage aus dem Wallis. Und dann habe ich gesehen, dass eben hinter dieser lustigen Maske ganz etwas anderes ist. Nicht das, ja, das feuchtfröhliche, was man immer meint bei den Ländern, sondern eine sehr grosse Traurigkeit und Einsamkeit dahinter sein. Und durch das bin ich eigentlich so auch in die neue Sprache hineinkommen, für mich neue Sprache und vor allem als Komponist neue Sprache. Wenn ich als so, sagen wir jetzt, als Avantgardist
plötzlich Walliser oder Walserdeutsch vertonen oder Brienzerdeutsch vertonen, ist das eigentlich wie, wenn der Bartok, das ist quasi mein Grossvater als Lehrer, ja, das ist der Lehrer von meinem Lehrer, von wer ist, so eine Bauernfrau zugelassen hat und ihre Gesang hat notiert. Und für mich ist, oder Janacek, der auf dem Merit hat gehört, wie die Frauen zusammen reden und das notiert hat und die Rhythmen braucht hat. Für mich ist die Sprachebene, die so unbekannt ist für mich in der Schweiz, ist eine ganz reiche Inspirationsquelle gewesen, eine ganz reine, unverbrauchte Quelle. Und natürlich habe ich daneben Celan vertont, ja, Hölderlin vertont, aber eben auch der Robert Walser ist so ein Schweizer Dichter, der unendlich vieldeutig ist und ja, nicht einfach zu der grössten Literatur, Weltliteratur, viel zählen, neben dem Kafka, der wichtigste Schriftsteller. Und das hat mich zusammen auch interessiert, natürlich. Aber man darf auch nicht vergessen, dass der Louis Souter, wo wir einen ganzen Film über ihn gemacht und mein Gigenkonzert über ihn ist, das war auch so ein Aussenseiter gewesen, aber einer der grössten Maler, die es überhaupt gegeben hat. Klee ist auch fast Schweizer geworden. Jedenfalls zwei Tage nach seinem Tod hat er endlich den Schweizer Pass bekommen. Das war die ganz grosse Kulturschande von der Schweiz gewesen. Das hätte passieren können. Beim Veresch habe ich zusammen mit dem Paul Sacher probiert, das zu verhindern. Und er ist 3 Monate vor seinem Tod noch Schweizer geworden. So. Also, Musik ist für mich, ob ich jetzt Oboe spiele, ob ich klassische Musik spiele oder ob ich ganz extreme Avantgarde spiele, ob ich klassische Musik dirigiere, extreme Avantgarde dirigiere, das ist für mich alles eins. Für mich gibt es nicht neue und alte Musik, sondern nur schlechte und gute Musik. Und das halte ich mich dran. Und ich finde auch, das Leben ist zu kurz, für schlechte Musik aufzuführen und zu machen. Und darum probiere ich eigentlich nur ein Programm zu machen, das ich selber so konnte. Für richtig finden, die mir entsprechen. Ich will keine Musik aufführen, die mir nicht entspricht, wo ich nicht daran glaube. Das meiste von meiner Aktivität ist im Ausland, das ist klar. In der Schweiz haben wir ein relativ kleines Land, aber sehr reich kulturell. Aber im Ausland habe ich eigentlich nicht gern, wenn ich als Schweizer umgereicht werde. Aber ich glaube, die Leute begreifen sofort, dass es einfach ein ganz anderer Geist hinter der Musik ist. Wenn das ein Schweizer ist, der ist vielleicht sehr beeinflusst auch von der französischen Kultur, von der italienischen Kultur, es gibt nichts einfach nur, wo eins ist. Und das ist eigentlich unsere grosse Chance, auch mit den Sprachen, dass wir uns überall verständigen können. Und auch, dass unser Studium ganz vielsprachig war und sehr diversifiziert. Und ich glaube, das färbt ab aufs Musikmachen, wie man Musik macht, wie man Musik schreibt, wie man Musik empfindet. Das kann naiv sein, aber auf eine Art ist das unglaublich von innen gekommen, dass es vielleicht eben ganz wichtig ist, dass man die Diversität und auch der Extremismus von der Schweizer Künstler zeigt im Ausland. Und nicht alles nur so, eben, wie ich vorher gesagt habe, so mit einem Schokoladenüberzug präsentiert. Ja. Also mit Wildheit von der Schweiz auch,
auch gezeigt und die Unangepasstheit. Und, ja, wir haben ja auch nie Aristokratie gehabt, oder jeder was nie Könige. Wir können sagen, ich begrüße euch. Wenn man das in Deutschland, ich begrüße euch, das ist extrem unfreundlich. Da muss man in der dritten Person sprechen. Und so sieht man eben, dass die Schweiz doch ein sehr eigenes Land ist. Und wenn man schaut, was im Walser, Robert Walser, seine Sprache für Helvetismus ist, was beim Friedrich Dürrematt, den ich sehr mit ihm eng befreundet war. Mein Bruder war Regisseur in Basel zusammen, mit, wo der Dürrematt hier im Theater war. Und, oder mit dem Frisch. Das ist eine ganz andere Sprache, als deutsche Dichter schreiben. Und das hoffe ich, dass das von Seiten auch von den etwas patriotisch sich gebärdenden Schweizer so langsam anerkannt wird. Was ist für eine grossartige und diverse Kultur die Schweiz zu bieten hat. Und nicht eine einfache, pflegeleichte Kultur. Also ich muss gestehen, ich habe vorher noch nie an den Preis gedacht und auch halt von seiner Existenz kaum Kenntnis gehabt. Aber ich finde es eine sehr gute Idee, dass man so diversifiziert, dass man keine Spezialisten auswählt, sondern von jeder Sparte, von jedem, von jeder Generation Leute auslässt und einfach ohne ideologische, ohne stilistische Scheuklappen. Und das finde ich sehr gut. Und ich bin auch stolz, dass eigentlich, wir das einzige Land auf der Welt sind, wo in ihrer Regierung eine diplomierte Pianistin ist. Und Simonetta Sommaruga. Und auch das Alain Berset, sehr gut ausgebildeter Jazzmusiker ist. Frau Eger Segi, die Präsidentin vom Nationalrat ist, war auch Berufsmusikerin ist. Und ich finde, da haben einige, die Kultur, die Wurzeln der Kultur abschneiden, weil sie stört beim Geld verdienen, haben ein bisschen mehr Mühe in der Schweiz, sich durchzusetzen, hoffe ich. Und darum, also ich weiß nicht, wie das funktioniert, die Auswahl von den einzelnen Leuten. Das ist ja, glaube ich, jedes Jahr. Und das ist ja schwierig, so viele Leute immer auszusuchen, die auch die, für mich ist einfach wichtig, dass all die Leute völlig originell sein und nicht wiederholbar und auch unangepasst sein gegenüber dem täglichen Kulturbetrieb. Und wir probieren aus der Kultur etwas zu machen, was für das Überleben auch von einem Land wichtig ist. Ohne Kultur stirbt das Land sofort. Mit dem Geld allein kann man nicht überleben. Da gibt es so wunderbare Gedichte von Kurt Marti, die ich vertont habe für Thomaner Chor «Hölle, Himmel». Aber wo er so beschreibt, was der letzte Mensch, wenn er nichts mehr hat in einer Wüste, was er noch für eine Option hat, er hat gar nichts mehr. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in diesem Globalisierungsbetrieb und mit der allgegenwärtigen Furie des Verschwindens, dass eigentlich das kulturelle Gedächtnis immer kürzer wird und dass wir hier überleben können.
Das ist nicht nur ein politisches Problem, es ist auch ein inneres, ein kulturelles Problem. Und da hoffe ich, dass alle, die für diesen Preis nominiert werden, auch ein bisschen ähnliche Ansichten haben. Und der Kultur nicht einfach ein Trainingsfeld sehen, wo sie ihr Ego spazieren führen und dass eben Kunst nicht missbraucht wird für seine eigenen Ambitionen. Da, nur, sondern dass man alle, die Kunst machen, Diener sind vor Kunst. Ich hoffe, dass das allgemein so sein.